24.11.2013. Hallo. Wir haben uns schon mal gesehen. Der Filvo ist in Gai und läuft die Nordeifel-Trail-Tour. Rechtzeitig zum Start fängt es an zu nieseln. Die Strecke scheint in gutem Zustand zu sein. Ich bin gespannt. Und hier haben wir ein paar nette Leute, die mich begleiten werden. Genau, dokumentieren wir nochmal die neuen Schuhe von Astrid und gucken mal, wie die nachher aussehen. Denn die Strecke sieht gut aus, doch nasser als im Sommer beim Test. Das ist jetzt schon mal ein gutes Zeichen. Im Dunst, irgendwo da unten liegt Düren halt. Und alles mögliche. Ja, ja. Düren im Dunst. Genau. Da hinten kommen ja noch welche. Ich wollte gerade sagen, hier hätten wir die Planke auch gar nicht gebraucht. Das ist dann schon schade. Ich meine, du Suchbild Nummer 1. Der Schatten da im Nebel, das ist der Fernsehturm von Gai. Ja, ja, einfach dem Pfad folgen. Da gibt es eigentlich keine Abzweige mehr. Aber wie? Ich halte. Sofort wach. Mal Motor aus. Zum ist die wach. Und das ist meistens das Problem, mir wird das auf dem Beifahrersitz zu langweilig. Der Steingarten wird scheinbar immer größer. Ach, wisst ihr was? Krieg ich mal was zu sehen, ja. Dass die Trailgötter dir wohlgesonnen sind heute. Ich muss ehrlich sagen, mittlerweile glaube ich eher an die Reisdorfgötter oder sowas. Ah! Aber deinen Plan jetzt hier beim Grünen rauszunehmen, weil es flacher wird, ja, werde ich dir jetzt wohl leider durchkreuzen. Die biegen nämlich ab. Auch halb so wild sind Steine. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Scheiße, ne? Ja, wer weiß, was noch kommt. Ja. Naja. Aber es geht. Weiter, ja. Optimaler Streckenzustand.
im Bereich Klosterruine Schwarzenbruch. Ja, es geht. Ich bin dann stur in der Situation. Ich laufe geradeaus weiter auf dem Weg, auch wenn er nicht mehr so nach Autobahn aussieht. Am Zaun entlang, ganz einfach. Hier waren unsere Wappentiere aktiv, die Wildschweine. Das wertet diesen Abschnitt natürlich jetzt deutlich auf. Naja, einfach geradeaus bis ans Ende durch. Und nun machen wir etwas Tempotraining. Ja, genau. Wenn ich diese Wegabschnitte vermisst hier. Moment mal. Ja, ich glaube, das stimmt. Hier gibt es jetzt mehrere Wege, wir machen nicht so ein Dreieck. Ich glaube nicht, dass wir jetzt den direkten Weg nehmen. Ja, das ist scheiße. Du hast noch einen Stirnfilm bekommen, Stefan. Warum lässt du da nicht die Dame vor? Einstieg verpassen konnte. Die Ecke war beim letzten Mal noch, beim Testlauf noch bewaldet. Aber wir haben es gefunden. Ja, wie sich eine Strecke in einem halben Jahr verändern kann. Ah, Dirk klettert nicht. Aber der ist auch groß. Der schafft das nicht. Ja, ich weiß, nicht, steht Wasser und da, wo Wasser steht, da ist irgendwo jetzt der Weg. Frag mich nicht, wo. Irgendwo hier, ja, hier geht's. Hier ist die Spur. Aber hier ist mit Wasserlöcher zu rechnen.
Was ist das? Trockene Füße? Too mainstream. Oder Kneippkur, je nachdem, wie man läuft. Jetzt gibt nichts, womit ich dich noch überraschen kann. Das ist jetzt die Koordinationsübung von Kilometer 37. Und schön glitschig heute. Schöne Koordinationsübung. Eben, ne? Jede Schwelle mitnehmen. Ja, ich halte da mehr meinen Schrittabstand. Ich glaube nicht, dass das die Strecke ist. Jawohl. Ja, wartet's ab. Hättest du auch hier Trampelfahrt gehabt. Genau. Ich hätte fragen, wenn es nicht mehr geht. Hoch geht's ja, aber runter. Ist ein bisschen spitz, die Stufen, ja. Runter kann ich ja überhaupt nicht. Runter ist ein bisschen, ja. Die Damen meinten, mein Spruch wäre das Motto des Laufes. Ach so. Gehst du pinkeln oder ist ein Weg? Ja. Wo ist das Problem? Ist nass? Ja, natürlich. Aha. Die nehmen die Alternative. Aha. Nee, also, bevor ich mich darauf verlasse, eine Alternative zu finden, nehme ich Original. Wunderbar. Habe ich doch nochmal meine Socken nass gekriegt. Ja, ich stelle die auch schon im Sommer recht feucht war. Der für kurze Beine hat. Ja. Ja, nee, der hängt fest am Dorngestrüpp. Nee, den Trail, den nutzen wir bis zum Ende aus. Da wäre doch noch ein bisschen was gegangen. Meinst du? Ja, da ist schlecht. Da ist nicht mehr viel. Das aus deinem Mund.